Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es ein sehr privates Video geben. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen im Titel. Es geht um die Mama, La Mama und um Muttertag. Aber nicht nur. Ich möchte heute, dass ihr in mein Wohnzimmer kommt, dass ich mit euch sprechen kann, als würde ich mit einer Freundin sprechen. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Keine Sorge, es wird kein Verkaufsvideo. Ich habe es euch eingeblendet. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Leonardo. Aber ich möchte immer ehrlich mit euch sein und euch das ganz transparent quasi zeigen, dass ich eine Kooperation eingehe mit Firmen, mit denen ich mich zu 100% identifizieren kann. Ich weiß, dass Kooperationen auf YouTube leider nicht so gut ankommen. Dafür wird es mit Sicherheit Gründe geben. Gerade gestern habe ich ein Video geschaut von meiner YouTube-Kollegin, die Kooperation nicht eingeblendet hat. Diese Firma hat mich auch angeschrieben und falls ich diese Kooperation eingehen werde, was ich jetzt noch nicht weiß, weil ich mich natürlich erstmal damit beschäftigen möchte, erstmal schauen möchte und wenn es mir dann passt, falls ich dann dahinter stehe und diese Kooperation eingehe, werde ich es definitiv einblenden. Und das ist natürlich dann immer blöd, ne? Da trennen sich dann so die Wege und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich habe auch eine Überraschung für euch. Natürlich, ich setze mich da auch immer ein bei den Firmen und ich hoffe, ihr freut euch und seid nicht böse, dass ich da immer so ehrlich mit euch bin, weil ja, es ist wie in meinem privaten Leben. Mit Ehrlichkeit und Treue, denke ich, kommt man einfach am weitesten. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ihr merkt schon, ich rede mit euch, als würde ich mit einer Freundin reden. Ja, so ist es. Ich fange dann an und höre nicht mehr auf. Jedenfalls, was habe ich denn heute für euch überhaupt? Ich habe, wie gesagt, ein paar Tipps zur Kommunion zum Beispiel, zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Taufe, zum Muttertag oder zum Mitbringen, einfach wenn man mal eingeladen ist bei einer Freundin. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich euch die Dinge zeige, die bei mir einziehen durften, die ich richtig klasse finde. Und die Dinge für meine Mama zeige ich euch dann am Schluss. Das Schönste kommt immer zum Schluss. Meine Mama hat heute übrigens auch Geburtstag, einen runden Geburtstag. Oh mein Gott. Ja, da muss ich schon wieder fast weinen. Leider kann ich nicht bei meiner Mama sein. Ihr wisst, meine Eltern leben in Italien und das ist natürlich für mich unter der Woche sehr, sehr schwer, mal kurz nach Italien zu fliegen, vor allen Dingen mit Flugangst und vier Kindern. Der Max schreibt gerade Abitur und es war nicht möglich, obwohl ich wirklich darüber nachgedacht habe, meine Mama zu überraschen. Aber im August werden wir zusammen ans Meer fahren und da freue ich mich riesig drauf und da werden wir dann den Geburtstag meiner Mama nachfeiern. Ja, ihr merkt schon, ich werde total emotional und muss schon echt fast heulen. Jedenfalls machen wir jetzt lieber mal weiter, weil das wollt ihr nicht sehen. Den Schmuck, den zeige ich euch später. Wir legen los mit richtig coolen Sachen, die jetzt ganz neu sind bei Leonardo. Und zwar könnt ihr euch Produkte gravieren lassen. Also sprich, Glas könnt ihr euch gravieren lassen. Schaut mal, richtig, richtig cool. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon an Ostern gesehen. Ich habe damit den Tisch gedeckt. Und zwar steht hier drauf Gianluca. Dann habe ich zum Beispiel noch den Moritz. Die Gläser gibt es auch in verschiedenen Farben und ich finde das richtig, richtig toll. Ihr könnt euch natürlich auch die Schriftart aussuchen. Ihr könnt Sondersymbole aussuchen. Ihr könnt sogar euer Logo aussuchen, natürlich in Absprache mit Leonardo. Und könnt euch das drauf gravieren lassen. Das ist die neueste Technik, wirklich, also auf dem neuesten Stand. Und ich finde das richtig, richtig toll. Schmuck könnt ihr euch auch gravieren lassen. Da geht ihr mal auf die Leonardo-Seite, geht auf Gravur und dann seht ihr alle Produkte, die ihr gravieren lassen könnt. Und jetzt kommen wir zum ersten Tipp und zwar zum Beispiel zur Kommunion. Bei uns ist es so hier im Ort, dass wir die Kinder, die zur Kommunion gehen, beschenken, also Nachbarskinder zum Beispiel, und den Kindern was vor die Tür legen oder stellen. Und da kann ich mir super gut so ein Glas vorstellen, zum Beispiel den Namen vom Kommunionkind drauf, ein paar Schokobons, Folie außenrum und das dann als kleines Präsent. Also der Lissandro hätte sich mit Sicherheit im letzten Jahr darüber gefreut, da ist nämlich mein Lissandro zur Kommunion gegangen. Oh mein Gott, ist das schon ein Jahr her? Ja, ich kann es nicht glauben. Wie gesagt, ich glaube, es wird ein emotionales Video. Jedenfalls hätte Lassie sich total gefreut. Und der Lissandro hat sich an Ostern riesig über sein Glas gefreut, denn ich habe ihm noch einen Fußball drauf gravieren lassen. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Sonderzeichen und der ist total, ja, glücklich gewesen, dass er einen Fußball hat und ich finde es einfach ganz, ganz schön. Ich muss natürlich wieder aus der Reihe fallen. Ich habe ein pinkes Glas, wie gesagt, es gibt verschiedene Farben und habe mir hier Heidi drauf gravieren lassen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ihr habt damit einfach die Möglichkeit, was ganz, ganz Individuelles, was Personalisiertes zu verschenken. Ich stehe da voll drauf auf Dinge, die man nicht überall kaufen kann und worüber sich der Beschenkte dann wahnsinnig freut und super
daran noch dran erinnert, war das jetzt gerade Deutsch, also daran erinnert. Wie gesagt, es wird sehr privat, dieses Video, und jetzt würde ich mit einer Freundin reden. So rede ich mit Freundinnen. Also ich habe mir dann hier noch einen Kaffeebecher gravieren lassen. Hier steht Heidi drauf. Freue mich auch, weil mein Mann mir frühst immer meinen Kaffeebecher wegschnappt. Und diesen hier fasst er nicht an. Dann habe ich was richtig, richtig Cooles. Und das wäre jetzt die zweite Idee für euch, wenn ihr zum Beispiel bei einer Freundin eingeladen seid zum Kaffee oder wenn die Freundin Geburtstag hat, zum Beispiel, kann ich mir auch super gut vorstellen. Dieses wunderschöne Schätzchen hier, schaut euch mal bitte an, wie edel das aussieht. Eine Keksdose aus Glas, super edel, und ich habe mir einen Spruch drauf gravieren lassen. Und zwar steht hier, Ausrufezeichen, ruft da ein Schokokeks, Fragezeichen. Ich kann mir das super gut bei uns auf dem Esstisch vorstellen, das sieht so, so edel aus. Hier werde ich dann so Kekse reinpacken und dann können sich die Kinder quasi zwischendurch immer mal bedienen. Super edel, wirklich, also Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Und dann habe ich noch was richtig, richtig Schönes für die Küche. Und zwar so Behälter zum Aufbewahren von Dingen. Zum Beispiel hier steht Biscotti. Ich habe mir das auf Italienisch drauf gravieren lassen. Kekse. Dann habe ich hier Zucchero, Zucker. Und dann habe ich noch die nächste Größe. Und zwar steht hier drauf Farina. Diese wunderschönen Behälter muss man natürlich irgendwo in Sichtweite stellen. Also die stellt man sich nicht runter in die Schubladen wie die Ikea-Dosen jetzt zum Beispiel, die ich natürlich auch habe. Ne? Also nichts gegen Ikea-Dosen, aber das sieht halt super edel aus, oder? Schaut mal. Und dieser Verschluss, das ist so aus Plastik, also auch richtig, richtig schön. Ne? Schaut, und da ist noch ein Herz. Oh, ist das nicht süß gemacht? Also ich bin total begeistert. Und wie gesagt, also ihr könnt euch da alles Mögliche drauf gravieren lassen, müsst halt absprechen kurz. Und ja, dann habt ihr ein ganz persönliches und individuelles Geschenk. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Geschenken für meine Mama. Ich bin ganz aufgeregt. La Mama zum Geburtstag. Ich habe mir allerdings auch was ausgesucht. Ihr wisst ja, ich liebe es, mich mit Schmuck zu behängen. Ne? Hier, man sieht's. Das ist auch ein neues Schätzchen von Leonardo. Und ich finde das so, so edel jetzt gerade für den Frühling und Sommer mit diesen Pastelltönen, es sieht so, so edel aus. Ne? Hier diese Ringe, da kann man auch mehrere kombinieren und die dann an den Finger stecken oder zum Beispiel nur einen einzelnen. Sieht auch sehr, sehr edel aus, passend eben zu der Kette. Und dann habe ich noch das Armkettchen, sieht auch super edel dazu aus. Und ich mag das einfach, wenn ich Dinge habe, die dann zueinander passen. Ne? Also einfach das Set, wenn ich das dann habe. Und ich finde, das ist eine super Idee, zum Beispiel zum Muttertag. Also ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass mir das zum Beispiel meine Jungs, meine Männer geschenkt hätten. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall auch zeigen, auch passend, ne, mit dem Nagellack heute in Pastell. Und jetzt zeige ich euch aber die Sachen für meine Mama. La Mama. Ich bin total aufgeregt, euch das zu zeigen, als würde ich es gerade meiner Mama schenken. Total komisch. Ich habe euch allerdings noch was vergessen zu sagen, und zwar zu den Gläsern. Zum Thema Hochzeit zum Beispiel könntet ihr auch dem Brautpaar zum Beispiel wunderschöne Sektgläser schenken, auf denen dann eben der Name vom Brautpaar eingraviert wird. Das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Oder eben, ja, wie gesagt, zur Kommunion, zum Geburtstag, zum runden Geburtstag zum Beispiel könntet ihr auch die Zahl dann drauf gravieren lassen, ne? Auf das Glas, auf das besondere Glas, das ihr euch eben aussucht. Und das wollte ich noch dazu sagen, das fand ich auch noch super wichtig und eine ganz, ganz tolle Idee. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Schmuck für meine Mama. Zum einen ist es so, dass Leonardo den Schmuck immer hier wunderschön noch in diesem Säckchen ja, verschickt, also in diesem Samtsäckchen. Ihr habt hier auch Pink drinnen, natürlich, gefällt mir auch total gut. Also habt ihr hier schon mal die perfekte Verpackung. Auch wieder was anderes, ne? Auch wieder sehr individuell, und müsstet euch da jetzt nicht Gedanken machen, wie ihr das Ganze in eine Schachtel packt oder, oder. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Schmuck für meine Mama. Und zwar gibt es ein System jetzt bei Leonardo Glas. Es ist so, dass sich das Ganze modulare System nennt. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht, was ich meine. Jedenfalls ist es total einfach. Ich muss es euch jetzt nur mal erklären. Ich hoffe, dass es gut rüberkommt. Ihr habt die Möglichkeit, mit den Dingen, die ihr euch aussucht, zu spielen. Also das heißt, wenn ihr euch verschiedene ja, Elemente kauft, könnt ihr euch die verschieden kombinieren. Das hört sich jetzt voll kompliziert an. Also ich zeige es euch mal anhand
der Kette, die ich für meine Mama habe. Und zwar sieht die so aus. Wunderschön, super edel, kann ich mir sehr, sehr gut auf eine schlichte Bluse zum Beispiel vorstellen. Macht Mods was her, ist auf jeden Fall ein Hingucker und sehr, sehr edel, auch von der Verarbeitung. Also hier ist nichts 0815, muss ich wirklich dazu sagen, weil ja, das natürlich auch wichtig ist, wenn man was verschenkt, dann möchte man natürlich was Hochwertiges verschenken. Und bei der Kette hier ist es so, dass sie eben vielseitig kombinierbar ist. Also das heißt, ihr könntet euch hier dieses Stück abmachen, dann habt ihr ein Armkettchen, weil ihr hier diesen Verschluss immer habt und dann könntet ihr die Kette zum Beispiel alleine tragen. Oder ihr habt hier noch diesen Anhänger, der auch wunderschön ist und könntet euch den hier an diese Kette machen. Oder ihr könntet euch diesen Anhänger hier an euer Armkettchen machen. Also ihr merkt schon, ihr habt einfach ja, da die Möglichkeit zu spielen und eurem Geschmack, eurer Fantasie freien Lauf zu lassen. Natürlich, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, einen wunderschönen Anhänger dran zu machen oder das einfach so lasse. Also ihr merkt schon, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist zum einen das Set, das ich meiner Mama schenken werde. Es gibt die Reihe Darlins, nennt die sich. Da könnt ihr auch mal schauen. Das ist ganz, ganz neu und es ist ja auch gekennzeichnet, was neu bei Leonardo ist. Also da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ich habe meiner Mama noch diese wunderschöne Kette hier bestellt, weil ich die einfach ganz, ganz zauberhaft finde, eben auch wieder zum Kombinieren. Also ihr könntet das hier so zumachen, ne, mit diesem Verschluss oder könntet euch hierzu noch was kaufen. Zum Beispiel habe ich gesehen, haben sie ganz, ganz tolle Lederbänder. Also das könnte man als ja, ums Handgelenk quasi machen oder ihr könnt es euch hier noch um die Kette machen, also an die Kette. Mein Gott, mein Deutsch, ich spreche gerade Italienisch mit euch und ich spreche so schnell, weil ich so aufgeregt bin, sorry. Also, hier könntet ihr es noch dran machen, ne? Dieses Lederband und dann hättet ihr halt eine lange Kette oder eben ums Handgelenk. Und dann habe ich hier noch diesen wunderschönen Anhänger für meine Mama und zwar ist das natürlich jetzt für Muttertag, nicht zum Geburtstag, sondern für Muttertag, weil das für mich der Baum des Lebens ist. Für mich hat das wirklich eine ganz, ganz starke ja, Bedeutung und ich werde hier hinten meiner Mama auch noch eine Dedica schreiben. Wie heißt jetzt nochmal Dedica auf Deutsch? Eine Dedica. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nein, wartet, Dedica. Eine Widmung. Widmung, ja. Werde ich meiner Mama jetzt hier noch gravieren lassen und dann hat sie auch einen wunderschönen Anhänger, den sie natürlich auch an eine andere Kette machen kann. Das ist ja überhaupt keine Frage. Oder diese Kette dann hier alleine trägt. Ja? Also es gibt da wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Schaut da mal vorbei. Und dann habe ich für mich auch den Baum des Lebens bestellt, weil ich das wirklich eine schöne Bedeutung finde. Hier mit diesem Verbindungsstück, damit ich das dann eben eine Kette machen kann, damit ich ein größeres Verbindungsstück habe, aber ich könnte das natürlich auch mit diesem kleinen Verbindungsstück machen, ne? Und dann habe ich noch was, das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen, dazu gibt es eine kleine Geschichte, ich versuche nicht auszuholen, damit das Video nicht zu lange wird. Auf jeden Fall habe ich hier diese Kugelkette, könnt ihr ja sehen, in Gold. Wunderschön, auch von der Länge gefällt sie mir richtig gut, sehr schlicht, sehr edel und ich habe zur Firmung von meinem Papa auch so eine Kette geschenkt bekommen. Damals war das super modern in Italien und ich war so enttäuscht, als ich das ausgepackt habe, weil ich mir gedacht habe, was will ich denn damit, ne? Und zwar wisst ihr, an was mich das erinnert hat, an diese Teile, die man in die Badewanne gesteckt hat, ne? Um das zu verschließen. Wie heißt denn das auf Deutsch? Also ihr wisst schon, ne? Und da waren immer diese Kugelketten dran. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Jedenfalls war ich total enttäuscht. Und dann war mein Papa enttäuscht, weil er sich ja Mühe gegeben hat. Jedenfalls ist es jetzt wieder total modern und richtig schön edel. Und dazu habe ich mir einen kleinen Anhänger ausgesucht, auf dem Steffi hinten drauf steht. Ihr wisst ja, ich liebe meine Schwester über alles, ne? Und deswegen wollte ich Steffi drauf haben. Es ist mit Silber und Gold. Ich finde, heutzutage kann man Gold und Silber kombinieren. Alle Farben kann man kombinieren. Früher war das so, oh nee, nur Silber, ne? Silberne Uhr, silberne Kette, silberne Ohrringe ist ein totaler Quatsch. Also ich mache das nicht so. Aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Jedem so, wie es ihm gefällt. War das gerade Deutsch? Ja. Also jedenfalls habe ich diese zwei Sachen hier noch und diesen wunderschönen Anhänger, den wollte ich euch auch noch zeigen. Den finde ich so, so edel und zwar mit diesem Kleeblatt hier drinnen, ne? Also das sieht so edel aus. Und auch dieser Verschluss, das ist alles so so elegant und hochwertig. Wisst ihr, wie ich meine? So, also jetzt habe ich euch die Sachen für meine Mama gezeigt.
Und diesen Anhänger hier habe ich euch noch nicht gezeigt. Den finde ich auch so, so edel. Und da kann man hinten drauf auch was gravieren lassen. Schaut euch mal bitte an, wie edel der aussieht. Und das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Nur mit dieser Kette und dann diesen Anhänger. Könnt ihr das sehen? Ich finde das so edel. Oh mein Gott, ich freue mich schon. Und ich weiß, dass es meiner Mama gefallen wird. Sie wird dann allerdings keine Ohrringe tragen, weil ihr das dann zu viel wird. Ne? Und wie gesagt, dieses modulare System, schaut es euch an. Ihr könnt da so, so ultra viel kombinieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann da so seiner Kreativität richtig freien Lauf lassen. Also ich war da echt dabei und habe geschaut. Da gibt es auch ganz tolle Beispiele. Ne? Und ja, für mich zum Beispiel auch, weil ich mir das immer nicht so gut vorstellen kann. Aber ich bin jetzt mit der Auswahl super, super glücklich. Und ich freue mich schon, wenn ich das dann meiner Mama schenken kann. Und wie gesagt, diese wunderschöne Kette hier finde ich auch ganz, ganz edel. Die werdet ihr mit Sicherheit über den ganzen Sommer sehen, weil ich die so, so edel finde. So, okay, meine Lieben. Also, das war es soweit vor meinem Video. Ein sehr persönliches und privates Video, was ich so verschenke für meine Mama. Natürlich wollte ich euch die Sachen zeigen von Leonardo, weil ich einfach wirklich dahinter stehe. Es ist eine tolle Sache. Tolle Idee einfach dahinter, wenn ihr was verschenken möchtet, was nicht jeder hat, beziehungsweise was Personalisiertes, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. So, ich hoffe, das war nicht zu viel Ehrlichkeit in einem Video und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne schreiben, was euch am besten gefallen hat, was ihr eurer Mama schenkt zum Muttertag. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, was zu bestellen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Überraschung, die ich für euch habe. Und zwar habe ich einen Rabattcode, der sich nennt Heidi. Diesmal habe ich es sehr, sehr einfach gemacht. Alle Infos dazu nochmal unten in der Infobox. Ihr habt die Möglichkeit, auf alle Artikel im Bereich Schmuck und Gravur auf der Leonardo-Seite 10% zu sparen. Und das finde ich ist eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr freut euch. Also falls auch ihr mit dem Gedanken spielt, euch wunderschönen Schmuck zuzulegen, falls ihr was Schönes verschenken wollt oder euch selbst zum Muttertag schenken wollt, dann schaut sehr, sehr gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Keine Sorge, ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Wollte ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat, dass euch die Tipps weitergeholfen haben. Vielleicht war es eine kleine Inspiration. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut und mir ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!